Also, heute stehen wir hier auf der Dachterrasse der GLS Bank, wo ich die letzten paar Monate einen Einblick gekriegt habe. Ich muss sagen, ich wollte schon immer mal in diese Bank mir das anschauen und habe auch mal große Hoffnung gehabt. Und ja, sie sind alle bestätigt worden. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Ich war jetzt die letzten Monate im Marketing, was man jetzt erstmal nicht so denken würde, aber es war richtig cool, weil wir halt die gesamte Webseite gestaltet haben. Ich habe da im CMS halt die ganzen Projekte eingestellt. Es war richtig toll zu sehen, wie viele mutige Leute es gibt, die irgendwie Kommunen gründen, einen Hof gründen und das eben übernehmen und wie das hier halt unterstützt und gefördert wird. Dann haben wir eine Blogger-Kampagne gestartet, wo wir Blogger zu den einzelnen Projekten hingeschickt haben, dass sie darüber berichten können. Ich habe für die GLS Bank getwittert. Dann habe ich mir natürlich auch sofort hier das Carsharing mich angemeldet, habe mir das E-Auto gemietet, bin damit durch die Gegend gefahren und ja, ich muss sagen, ich habe auch immer die Frage gehabt, schafft diese Bank es sich treu zu bleiben bei dem immensen Wachstum, das es gibt und oder wird das irgendwann mal zum Mainstream und jetzt sehe ich ja heute auch sehr, sehr förmlich aus, aber ich muss sagen, es ist sehr locker und dieser anthroposophische Geist, der schwingt halt noch so nach, es ist eine tolle Stimmung. Man kann hier hinkommen, wie man möchte und heute war mir eben danach so bei meinen letzten zwei Tagen meine Krawatte anzuziehen und ja, ich muss sagen, es macht großen Spaß, auch die Führungsstrukturen, wie die geführt werden, sind sehr schön. Wir haben gerade eine Lernwerkstatt, wo man in die einzelnen Bereiche alle vorgestellt werden und ich kann nur jedem sagen, also es ist ein sehr toller Ort hier zu arbeiten, es ist eine sehr angenehme Atmosphäre. Und ich hoffe, dass das mit der GLS Bank, so wie es jetzt ist, da wo sie herkommt und da wo sie hingeht, dass es immer so weitergeht. Und ja, es ist nicht nur schön hier oben, es ist auch schön hier in Bochum bei einer der nachhaltigsten Banken in Deutschland arbeiten zu dürfen.